Darauf kommt es an. So, einfacher Stein wird jetzt auch immer mehr. Ich will noch für weitere Steinbrüche sorgen. Ich mache jetzt hier vorne noch eine ganz, ganz kleine Siedlung hin. Rohmaterial, einfacher Steinbruch. Kommt dann später. Jetzt brauchen wir erstmal Feuerwache und Architektenbüro. Und um den Rest kümmere ich mich, wenn es soweit ist. So, ihr braucht noch eine Polizei. Sonst bestehlt ihr mich wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Aufseher der Politik. Wir sind bei 42. Ich denke, wir sind aufgestiegen. Also teilweise ist es echt schlecht gemacht. Feuerwache. Rohmaterial, einfacher Steinbruch. Und Bazar. Feuerwache kommt da nicht mehr hin. So, aktuell müssten wir wieder ganz viel Arbeit für unsere Bevölkerung haben. Das ist okay. Habe ich hier eigentlich auch eine Polizeiwache? Nee, ich stelle mal vorsichtshalber noch eine hin. Zu hoch. Zu hoch. So. Verschönerung durch Gärten. Ihr sollt alle Annehmlichkeiten bekommen, die es da gibt. Beide sind angetan, alles ist gut. Wir haben Holz genug, wir haben Geld genug. Demnächst bekommen wir auch Steine genug. Ja, perfekt. Jetzt geht das schneller mit dem Bau der Pyramide. Durchschnittliche Flut, Aufseher der Politik. Immer noch 42. Vielleicht sollte ich ihm mal ein Geschenk schicken. Geparden und Giraffen? So, jetzt sind wir bei 52. Wie viel sollen wir haben? 50. Okay. Also wir sind drüber. Das ist okay. Schade ums Geld. Blut wird durchschnittlich sein und die nächste Stufe ist fertig. Oh, das wird ein Riesenteil. Und ich frage mich, was das jetzt für ein Komplex werden soll. Warum es komplex genannt wird? Nur wegen diesem Ding hier? Das Wasser einspeist? Ah, das sieht aus, warte mal, als wenn da Essen reingehört. Das sieht aus wie Maiskolben oder sowas. Ja, die sind genauso schnell am Wegtragen wie am Bringen. Arbeitskraft, immer noch 10% Arbeitslose. Das wechselt jetzt auch andauernd. Dadurch, dass Kinder erwachsen werden. Dadurch, dass Erwachsene zu Kindern werden oder zu Rentnern. Jetzt kommt erstmal ganz viel Kalkstein. Dann kommt der normale Stein. Wieder warten sie alle. Solange mich keiner angreift, kann ich das hier alles so schnell laufen lassen. Politik 52. Götter sind immer noch angetan. Geld steigt. Aber habe ich mir denn falsches Gehalt bezogen oder was? Ich habe das doch gar nicht eingestellt. Da kann ich doch nichts für. Ich kann ja auch underrated bleiben und mich runtersetzen. Ist auch kein Problem. Kommt wieder ganz viel Kalkstein. Blablabla. Dann der normale Stein dazu. Jetzt noch die zweite Hälfte. Das Schöne ist, wir brauchen immer weniger und später nur noch Kalkstein. So, wir haben ihm wieder Edelsteine geschickt. Ich hoffe, er ist zufrieden.
Angeblich sind wir gestiegen auf 55. Ja, okay. Wer sagt's denn? Wir müssen uns ja wirklich durch das Nichtannehmen des Geschenkes so runtergehauen haben, dass der total wütend und pissig war. Und das kann ich mir da schon fast gar nicht vorstellen. So, das meiste ist Kalkstein. Das, was ich sowieso schneller bekomme, das importiere ich nämlich. Es ist nur der einfache Stein, der so ewig lange braucht, bis der abgetragen wird. Und ab jetzt ist es, als wenn wir die kleine Pyramide bauen. Süß, oder? Diesen Riesenkomplex unten und dennoch das obendrauf. Wahnsinn. Politik ist bei 55, Tempel sind immer noch angetan. Hier kommt auch kaum Geschirr rein, das wird immer gleich wieder rausgenommen. Ich habe mir schon gedacht, dass die Wege zu weit sind für unsere Töpfereien. Kommen sie alle wieder angelaufen. Gleich ist die nächste Reihe fertig, dann fehlt nicht mehr viel. Kalkstein haben wir noch genug. So, nächste Reihe. Ja, wenn man weiß, dass man gewinnt, dass man so ziemlich am Ende ist, dann ist es natürlich alles viel einfacher gemacht. Aktuell gibt es auch keine Aufträge von unserem Pharao. Es gibt keine Angriffe. Wir sind jetzt schon wahrscheinlich im zweiten oder dritten Jahr, in dem nichts passiert. Und jetzt haben wir nur noch zweimal ganz normalen, einfachen Stein. Das geht jetzt wesentlich schneller. Jetzt wird es richtig fix gehen. Die Flut wird durchschnittlich sein. Was die Flut nicht alles sein wird, freut mich. Speichern wir mal zwischendurch. LP 11.2. Man kann ja nie wissen. Vielleicht hat mich das Speichern auch runtergeholt, dass er sagt, ja, wer speichert, hat Pech gehabt. Aber nee, ist alles gut. Auch die Götter sind weiterhin zufrieden. Wir haben 6.300 in der Bevölkerung. Unglaublich, aber wahr. Und wir sind wieder aufgestiegen im Rating. Auf 59. Ja, wir müssen uns tatsächlich runtergerissen haben. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Dass man sich das so einfach versorgen kann. Oh, alles voll. Okay, ab jetzt brauchen wir einfachen Stein nicht mehr so sehr. Wir können ihn natürlich weiter so produzieren, das ist überhaupt kein Problem. Luxuswaren wegschicken. Und im Rating sind wir wieder aufgestiegen. Auf 63. So, jetzt kommt nur noch Kalkstein dran. Dann haben wir es gleich geschafft. Wir müssen die Pyramide noch runterbauen. Und wahrscheinlich dieses Teil hier auch noch fertig machen. Arbeitskräfte benötigt. Okay, das ging aber fix. Wodurch kommt's? Sind wahrscheinlich wieder ganz viele zu Kindern geworden. Oder zu Rentnern, ich habe keine Ahnung. Das schwankt ja hier auch immer hin und her. Gucke ich schon gar nicht mehr drauf. Siehst du, und schon haben wir wieder 20 Arbeitslose, obwohl wir bloß 50 Leute mehr haben. Hm. 1% Arbeitslose. Vorhin hatten wir schon so viele Leute. Und da hatten wir 10% Arbeitslose. Also es ist immer ein deutlicher Unterschied, ob die das jetzt sagen oder für viel macht eine Wurst. Da achte ich schon gar nicht mehr drauf. So, nur noch die Spitze des Eisbergs und dann haben wir's. Und jetzt leckt mir die Füße. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt werden wir diese Mission hier abschließen. Einer ruppelt alles runter, egal wie viele Maurer hier rumlaufen. Wir sind durch.
Das Bauvorhaben Pyramide ist zu 79% abgeschlossen, die Aufgabe ist zu 31% abgeschlossen. Genügend Geld haben wir noch, auch in der Politik sieht es gut aus. Wir müssen ja im Prinzip nur die beiden Wertungen hier fertig kriegen, dann haben wir es. Wir brauchen ja nicht mal eine Bevölkerung. Keine Obergrenze. %87 fertig. 200 Wild wegschicken. Wegschicken, genau, wegschicken. Segnung ist toll. Wir sind wieder aufgestiegen. Auf 67. Alle laufen immer hinterher. Blödsinn. Lass den doch mal in Ruhe. So, sobald er bei der letzten Reihe ist, werde ich die Geschwindigkeit runterstellen. Datei speichern unter LP11.2. Zu 98% abgeschlossen. Juhu! Eine tolle Polonaise, ehrlich. Ach, und dann ist der Komplex endlich fertig. Ich sag's ja, so langsam kriege ich Komplexe, wenn das so weitergeht. %98, komm, komm, komm. %99, der ist schon hier vorne. Fertig. Datei speichern unter LP11.2. Aufseher der Monumente. Wir haben alles bis aufs Holz eingelagert. Jetzt ist es eingelagert. Datei speichern. LP11.2. Leeres Land, Vorarbeiter. Das Bauvorhaben ist jetzt abgeschlossen. Steht aber noch nicht hier. Ja, ich kann auch nichts weiter dazu bauen. Dann warten wir jetzt einfach ab, oder? Tempel sagt 52% Monumentwertung. 53 brauchen wir. Aufseher der Monumente. Wir haben aber alles eingelagert, was es geben soll. Sag einfach, dass ich gewonnen habe. Denn mehr kann man nicht einlagern. Ich denke, dass es daran lag, dass das Holz noch nicht da war. Dass deswegen die Monumentwertung noch nicht hoch genug war. Aber nee. Nichts passiert. Was fehlt denn noch? Was muss ich hiermit machen? Das Bauvorhaben Pyramide ist jetzt abgeschlossen. Es enthält 1000... Ist alles fertig und bereit für die sterblichen Überreste? Die Sphinx ist jetzt fertig. Es ist alles fertig, aber ich habe einen Punkt zu wenig. Gerade mal 52 in Monumentwertung. Warum? Ist fertig. Ist fertig. Datei speichern. Mir fehlt ein verdammter Punkt. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht muss dafür tatsächlich ein Jahreswechsel bestehen. Arbeitskräfte benötigt. Ja, ist okay. Ich mache jetzt einfach mal einen Jahreswechsel draus. August, September, Oktober, November, Dezember. Geschwindigkeit runterstellen, nochmal speichern. Unter LP11.2. Vielleicht ist es wirklich während des Jahreswechsels, dass es dann immer nur umschwenkt und sagt, so, jetzt hast du wieder ein paar Punkte mehr.
Kann durchaus sein. Werden wir gleich herausfinden. Hübsches Teil. Hübsches Teil. Hübsches Teil. Nee, wir haben Januar. Immer noch keinen weiteren Punkt in der Monumentwertung. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben sogar den Tempelkomplex gebaut. Mit allen dazugehörigen Teilen. Auch wenn du keine Arbeitskräfte findest, aber das liegt an dem Teil hier. Bauen wir das mal nach hinten. Und guck mal, ob du jetzt Arbeitskräfte bekommst. Ich reiß das hier jetzt einfach mal weg. Ja. Speichern. Vielleicht hat das gereicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es kann nicht sein, dass der Tempelkomplex auch zu den Monumenten zählt und nur die Arbeitskräfte mich runterreißen. Das gibt's doch nicht. Fertig. Fertig, 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 fertig. Hier Grabbeigaben zur Auslieferung. Das Projekt und den Vorarbeiter des Baus zu besuchen und einen Fortschrittsbericht abzurufen. Soll ich das mal mit der Stadt verbinden? Wird auch nichts bringen. Doch. Das musste an die Straße angeschlossen werden. Ihr fiesen, miesen Wichte, ihr. Das Teil musste also einen Weg haben. Ich glaube, das muss nur im Grün stehen, das muss gar nicht zum Wasser gehen. Man braucht dann noch eine Straße. Sieg. Na endlich. Ganz Ägypten verneigt sich vor ihren Leistungen. Sie haben die riesige Pyramide des Cheops errichtet und mit reichen Grabbeigaben ausgestattet. Darüber hinaus haben sie Khefren große Ehre erwiesen, indem sie seine letzte Ruhestadt und die beeindruckende Sphinx erbaut haben. Tja, so sind wir nun mal. Abschlusswertung Kultur 15. Wir haben nicht wirklich für Tänzerinnen oder sonst irgendwas gesorgt. Auch keine Zahnärzte brauchten wir nicht. Abschlusswertung Kultur ist uns auch egal gewesen mit 42. Abschlusswertung Königreich waren wir bei 67 und Endstandvermögen bei über 77.000. Wir haben die Sphinx, den Pyramidenkomplex und die mittlere Pyramide gebaut. Endstandbevölkerung 6.640, Dauer der Mission 846 Monate, obwohl wir noch ein paar Jahre oben drauf gelegt haben. Punktestand 5.274. Glückwunsch! Als nächstes dürfen wir uns aussuchen, ob wir nach Djedo Abusir gehen, Anbetung des Re, oder Oase Baharia, die Soldaten des Re. Auf jeden Fall werden wir für Re kämpfen. Wir werden sehen im nächsten Part. Danke fürs Ansehen und bis gleich.